Nick, 0-0, Großteil der zweiten Halbzeit in Überzahl gespielt. Woran hat es gelegen, dass man hier nicht als Sieger vom Platz geht? Ja, weil wir die Torchancen nicht reingemacht haben. Ich glaube, wir haben nach den ersten 20 Minuten, die wir ein bisschen gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen, nachdem es da so ein bisschen so ein Abtasten gab und Unterhaching die erste große Chance gehabt hat, danach sind wir, glaube ich, sehr gut ins Spiel gekommen. Dann zweite Halbzeit war es nahezu ein Spiel auf ein Tor und wir schaffen es einfach leider nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Ansonsten, glaube ich, kann man uns wenig vorwerfen. Wir haben jeder alles investiert, alles versucht und ich glaube, das ist auch das Positive, was wir für die nächsten Wochen mitnehmen müssen. Mit der Geschlossenheit einfach, dass wir da alles reinknallen und dass wir einfach mit jedem Mittel versuchen, das Spiel zu gewinnen. Du hast es ja schon angesprochen, in der zweiten Halbzeit nach der roten Karte war es ja ein Spiel auf ein Tor. Gerade wenn man sieht, wie viele Chancen ihr auch hattet und die dann leider nicht genutzt wurden. Inwieweit brennt einem das auch selber so im Hinterkopf, dass man die Dinge nicht gemacht hat? Verunsichert einen das oder setzt einen das noch mehr unter Druck? Ja, heute hat uns das natürlich genervt, weil dann irgendwann auch die Zeit davon lief. Ich glaube, wir haben jetzt eine Woche Zeit, das aufzuarbeiten und abzuschütteln. Um uns dann gut auf Großaspach vorzubereiten, um dann das, was wir heute versäumt haben, dort wieder besser zu machen und 3 Punkte einzufahren. Ja, kurz vor Schluss könnt ihr euch quasi theoretisch nochmal bei Yasi bedanken, dass er das Ding noch in der 94. festhält. Ansonsten, wenn es blöd gelaufen wäre, wäre man hier noch als Verlierer vom Platz gegangen. Ja, auf jeden Fall. Yasi hat den super gehalten, da kurz vor Schluss. Für uns war das eben durch die große Druckphase, dass wir und wenig Gegenwehr von Unterhaching, dass wir dann immer mehr und mehr riskiert haben und investiert haben, weil wir eben zu Hause hier unbedingt die 3 Punkte holen wollten. Und dann gab es die Konterchance, aber dafür ist Yasi da und hat er überragend gehalten und super gemacht. Robin, 0-0 gegen Haching. Haching hat kurz nach der Pause eine rote Karte gesehen. Trotzdem geht ihr nicht mit 3 Punkten nach Hause. Wie fällt dein Resümee aus? Ja, das ist einfach total ärgerlich. Also man hat gesehen, wir waren die klar bessere Mannschaft. Wir haben die Chancen rausgespielt, haben sie wieder nicht gemacht. Das ist halt das Traurige dran, dass wir heute nicht die 3 Punkte mitnehmen. Wie schwierig fällt es auch gerade dir als Verteidiger, wenn man sieht, dass vorne die Tore nicht fallen, wie sehr brennt ein, das dann selber nach vorne zu gehen und das selber zu probieren vielleicht? Ja, da will man am liebsten bei jedem Standard den Ball vorne reindrücken. Ja, du hältst 90 Minuten den Kasten hinten sauber. Zum Schluss kriegst du vielleicht noch eins. Da hat uns Yasi gut gerettet, aber müssen die Dinge einfach vorne machen. Ja. Könnt ihr trotzdem irgendeine Erkenntnis mit aus dem Spiel nächste Woche nach Großaspach nehmen? Ich meine, klar kann man euch jetzt die Chancenverwertung vorwerfen, aber spielerisch habt ihr euch ja die Chancen rausgespielt. Das war ja teilweise in den Wochen zuvor nicht der Fall. Ja, das ist halt das Gute daran, dass wir jetzt nicht nur jeden Ball lang spielen, sondern von hinten den Ball gut rausspielen und die Chancen erspielen. Auch mal in Ballbesitzphasen bleiben, das tut uns auch ganz gut, nicht ganz hinterher zu laufen bei den langen Bällen. Und da müssen wir weiter daran arbeiten. Jetzt gilt es, an die Tore zu machen. Ja, Sie 0-0 gegen Haching, Großteil der zweiten Hälfte in Überzahl gespielt. Wie fällt dein Fazit zu der Partie aus? Ja, wir sind unglücklich, extrem unglücklich, weil auch in der ersten Halbzeit wir eigentlich ein gutes Spiel machen, haben ein, zwei gute Chancen. Machen die halt die Dinge aber mit da vorne nicht rein. Spielen sehr viele Chancen, sehr gute Chancen auch, wo man eigentlich den Fuß noch hinhalten will, aber momentan will der Ball einfach nicht rein. Ja, du stehst ja im Tor, du bist am weitesten weg davon. Wie weit ist es auch für dich oder wie schwierig ist es auch für dich zu sehen, dass vorne die Dinge einfach nicht fallen, obwohl man halt auch relativ viele Chancen hat? Ja, ist unheimlich schwierig, weil wir jedes Mal so viel Aufwand betreiben, um diese Chancen halt herauszuspielen. Und dann, wenn wir sie da haben, dann müssen wir halt auch mal eiskalt sein und die Dinger machen. Und dann müssen wir jetzt nächste Woche dann thematisieren, warum das so ist, aus welchem Grund. Und hoffentlich dann gegen, hilf mir mal, Großaspach besser machen. Ja, vor allem mit Abpfiff hatte ja Haching noch die große Chance auf den Sieg. Den hältst du auch brutal klasse. War einfach dann auch das zuvor gewillt hinten, dass man dann gesagt hat, wir machen jetzt so weit auf und wir wollen den Treffer unbedingt, dass man sich selber noch so in die Bredouille gebracht hat, kurz vor Schluss? Ja, ich glaube, es führt von unserem Standard aus. Und dann schalten die dann schnell um, kommen dann mit 3, 4 Leuten, stehen sie auf einmal vorm Tor. Ich weiß nicht, ob er nochmal quer spielen könnte, aber mein Glück dann halt nicht. Bin ich dann da, haben die Gott sei Dank gehalten. Wie gesagt, wenn es ganz blöd läuft, verlierst du ja 0-1, wie du gerade eben schon gesagt hast. Und dann hätten wir noch größere Augen gehabt. Vielen Dank, Yasi, und alles Gute. Danke.